einfach mal die Zeit und laber ein bisschen Blödsinn und denke, jetzt sind alle dabei und wir sagen Hallo und herzlich willkommen zu unserer 15. Episode heute am 1. Oktober 2013. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid, egal ob live oder später vom Band. Ja, der Titel, das war sehr schön gewählt, finde ich. The Fog MEPs im Nebel des Grauen. Ein sehr schöner Titel. Bevor wir ins Detail gehen, wie immer, natürlich erstmal ein Hallo und eine kurze Übersicht, wer heute mit dabei ist. Wir fangen heute mit unserem Gast an, der angekündigt ist. Der Garvin ist mit dabei. Hallo, Garvin. Hallo zusammen. Der eine oder andere kennt mich ja vielleicht aus dem ERF oder auch von YouTube in einem anderen Zusammenhang. Und ich bin heute mal dabei, bin jetzt seit einem guten Jahr Dampfer und nach 16 Jahren Zigaretten dann von einem Tag auf den anderen einfach umgestiegen. Und es hat super geklappt, deshalb setze ich mich jetzt auch ein bisschen für das Dampfen ein und hoffe, dass wir zusammen Schlimmeres vermeiden können. Gut, wir schnacken gleich noch im Detail miteinander und jetzt fange ich einfach mal von an die Ladies first, ist eh schon zu spät. Ich fange mal rechts an. Hallo Steffi. Hallo, ich glaube, ich bin einfach keine Lady, das weißt du ganz genau. Naja, Wie genau? ich hab versucht, ein Protokoll einzuhalten, das es bei uns sowieso nicht gibt. Nee, eben, Gut. deshalb hallo an alle anderen. Jo. Wir sagen einfach mal Hallo an Lilly, die uns wie immer kräftig im Chat unterstützt und Übersetzungsarbeit leistet. Dann mache ich einfach mal weiter. Hallo Thomas. Hallo, guten Abend. Jo. Hallo. Jo, ich mach's kurz und knackig. Gut, Dankeschön. Stefan, hi. Hi. Ja, ich war ja auch schon ein paar Mal da. Ich sage jetzt nicht viel, ich sage gar nichts mehr. Was habt ihr jetzt Genau. davon? Genau. So, last but not least, Norbert, hi. Hi, Volldampf voraus. Volldampf voraus. Ja, letzte Woche warst du nicht dabei, da warst du mit einer Erkältung, hattest du mit einer Erkältung zu tun, Ja, mit einer kräftige starken. Rüsselpest. Genau, und heute bist du wieder Und online. ja, noch ein paar Überreste sind da, aber die verbreiten sich zum Glück nicht als Computerviren, also Die werden gnadenlos weggedampft. Wir eben. müssen auch aufpassen, sowas zu sagen. Nachher behauptet noch irgendwer, das kommt vom Dampfen oder so. Also, Ja, wir das dürfen kennen wir. nicht mehr krank werden. Das kennen wir ja Würden zwar schon. behaupten, wegen dem Dampfen ging das jetzt so schnell. So Ja. eine Erkältung kann auch schon mal länger dauern. Ja. Ja. Ja, los, ich versuche mal die Überleitung zu kriegen zu Garvin. Du bist, hast vorhin schon kurz was zu dir gesagt, wie lange du dampfst. Wie bist du drauf gekommen? Oder anders gefragt, chronologisch, wie lange hast du vorher geraucht? Ich habe 16 Jahre geraucht, also seit meinem 16. Lebensjahr und habe zwischendurch auch schon mal versucht aufzuhören, habe sogar schon mal ein Dreivierteljahr lang nicht geraucht zwischendrin, bin dann irgendwann auf einer Party gewesen, im Delirium dann irgendwann wach geworden, morgens früh, hatte dann wohl abends zwei Zigaretten geraucht und bin direkt natürlich wieder zum Zigarettenautomaten gerannt, habe mir wieder eine Packung geholt. Also das hat anscheinend dann doch nicht so gut funktioniert. Und ja, dann hat mich jetzt vor einem guten Jahr, also seit, ja, im September war es ein Jahr, hat mich ein Freund darauf angesprochen. Ich hatte zwar schon mal von Dampfen gehört, aber das war jetzt nicht irgendwie großartig präsent bei mir. Und der meinte, ja, hier, wir haben das mal ausprobiert, probier das doch auch mal, vielleicht gefällt's ja. Und dann habe ich mir halt ganz normale hier E-Zigarette, so eine, wie heißen die Standardteile? Genau, eine Ego-T, glaube ich, was geholt. Und naja, das es funktioniert ja so halbwegs, sage ich einfach mal so. Ich fand es dann schon recht gut und bin dann komplett umgestiegen und jetzt inzwischen bin ich dann auch halt bei Selbstwickelverdampfern und allem angekommen und mische die Liquids auch selber und alles. Also ist auch ein richtig schönes Hobby geworden. Ja, gut. Und wie ist das bei dir so im Umfeld? Wie wird das im Umfeld wahrgenommen? Das Dampfen auf der Arbeit oder wo auch immer so in deinem sozialen Umfeld? Ja, Arbeit habe ich das Glück, dass ich von zu Hause aus arbeiten kann.
Aber ansonsten wird es eigentlich eher positiv aufgenommen. Ich habe es jetzt, wie gesagt, über einen Freundeskreis bin ich sowieso erst rangekommen. Habe jetzt dann auch in meiner Familie, mein Vater und mein Bruder, die wollen jetzt auch anfangen, weil sie es auch merken, alleine, dass man es am Portemonnaie merkt, ist ja schon ein wichtiger Faktor. Am Anfang nicht. Klar, am Anfang ist es erstmal teuer, Investitionen. Der Eingangswiderstand ist hoch, ne? Der Genau, Anschaffungswiderstand ist hoch, ja. Aber später dann ja unter Umständen schon, zumindest wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt und dann wirklich auch ans Selbstmischen kommt. Ja, und auch gesundheitlich habe ich es halt direkt gemerkt und man hat es mir wahrscheinlich auch angemerkt, dass es mir einfach besser ging als mit 20 Zigaretten am Tag. Ja, von daher kommt es ja ganz gut an. Alle anderen auch begeistert, Freundin auch begeistert. Ich kann in der Wohnung dampfen und es stinkt nichts voll. Also das ist ja auch extrem wichtig. Gehst du auf Stammtische, auf Dampferstammtische oder so? Bin ich bis jetzt leider noch nicht gewesen. Ich habe auch bis jetzt nur einen entdeckt, der hier in Köln, ich wohne in Köln, der hier ist. Und der war bis jetzt immer, ich glaube, das ist jeden zweiten Sonntag oder dritten Sonntag im Monat. Da habe ich bis jetzt einfach noch nie Zeit gefunden. Aber ich würde auf jeden Fall ganz gerne mal hingehen. Ich muss noch mal gucken, wann ich da wirklich Zeit für finde. Das ist nicht ganz so einfach. Ist die Dampfermesse für dich ein Thema? Weil das ist ja nicht allzu weit, ne? Genau. Die Dampfermesse werde ich mir wahrscheinlich sogar antun. Das ist klar, ich bin jetzt zwar dieser Haben-Will-Virus, der ist auch irgendwo ein bisschen da bei mir. Das gehört wohl einfach dazu, wenn man sich damit ein bisschen mehr beschäftigt und es einem einfach Spaß macht. Aber trotzdem ist jetzt die Dampfermesse für mich dann auch weniger so der Anreiz dafür, mir jetzt noch mehr Hardware zuzulegen oder noch mehr Informationen über Hardware zu holen, weil die Informationen, die kriege ich eigentlich aus dem Internet schon zu Genüge. Aber einfach die Leute zu treffen, das denke ich, ist dann das Interessante daran. Finde ich auch. Also, wenn ich an letztes Jahr denke, in Dortmund, das war schon wirklich, das war eine tolle, war ein tolles Event. Zumal, also für mich war es so, dass ich viele Leute da gesehen habe, live gesehen habe, die ich vorher aus dem Chat kannte, aus dem Videochat. Das war sehr, ja, sehr emotional oder das war ein sehr, sehr bewegendes Event einfach, fand ich sehr gut. Da sieht man sich danach im Chat anders als vorher. Wie ist das, wie bist oder bist du, wie bist du aktiv, wenn es um die Regulierung geht? Bist du da aktiv? Wenn ja, wie bist du darauf gekommen und was machst du da? Ja, also ich bin aktiv. Erstens, also erst ganz von vorne. Was ich daran sehr interessant finde, ist, dass ich mich, seitdem dieses ganze Thema akut ist, wesentlich mehr wieder mit Politik beschäftige. Ich war früher ziemlich aktiv in der Politik, auch selbst, aber habe mich dann irgendwann da rausgezogen, weil es für mich doch irgendwie, ja, Politik ist irgendwie eigentlich so ein ganz festgefahrenes Thema. Man denkt ja, Politik wäre ein sehr dynamischer Prozess und was total Spannendes und Interessantes. Aber im Endeffekt ist es eigentlich so, dass man, wenn man in der Partei aktiv ist, kriegt man eh eine Meinung vorgelegt und an die hält man sich. Und man propagiert im Prinzip immer nur das, was man vorgekaut bekommt. Und das habe ich halt selbst gemerkt und fand es deswegen dann irgendwann nicht mehr so interessant. Jetzt Darf stelle ich ja genau dieses Phänomen fest, dass es ich ganz neugierig sein und fragen, bei welcher Partei du aktiv warst? Du hörst mich ja jetzt so Ja, an, als klar. wärst du bei einer Partei gewesen. Ja, das noch nicht mal direkt bei einer Partei, denn das ist schon einige Jahre her. Das war eine Jugendorganisation und bei der Partei, bei der ich war, ist die Jugendorganisation keine Partei, sondern nur ein Verein und das waren die Julis, die jungen Liberalen von der Okay. FDP. Und ich war damals in dem Kreis, war ich stellvertretender Vorsitzender des Kreisverbandes und also schon recht aktiv. Ja, jedenfalls habe ich mich dann da irgendwann rausgezogen und jetzt sehe ich ja genau dasselbe. Ich sehe ja das Problem, was in Brüssel abläuft. Ich sehe auch das, was hier in Deutschland alleine an Kampagnen gegen die E-Zigarette lief. Ich hatte das, bevor ich selbst mit dem Dampfen angefangen habe, ja schon mal mitbekommen. Da sollte es ja schon mal verboten werden, also damals ja wirklich verboten werden. Dann sollte es irgendwann ja damals auch schon irgendwie, ich glaube sogar als Arzneimittel schon zugelassen werden. Ja, das hat ja alles auch nicht funktioniert und kann auch nicht funktionieren.
Und ich bin jetzt auch nicht so wahnsinnig pessimistisch, wie es manch anderer ist. Ich habe es auch in Foren schon mehrfach erwähnt, dass ich das Ganze, natürlich sage ich, man muss aktiv sein, aber ich sehe es nicht ganz so kritisch wie manch anderer, weil irgendwo die Gesetzeslage mehr oder weniger klar ist und die Politik kann sich nicht einfach über Gesetze hinwegsetzen. Sie kann es versuchen, aber auf lange Sicht wird sie damit keinen Erfolg haben. Aber ich bin schon aktiv. Also was E-Mails an Abgeordnete und so weiter angeht, bin ich aktiv. Das mache ich und ich informiere halt bei allem, was ich so weiß, halt auch möglichst viele andere Leute und sage auch, dass man sich mehr mit dem Thema auseinandersetzen sollte. Einfach auch, selbst wenn man selber kein Dampfer ist, es geht einfach um so grundsätzliche Dinge wie Freiheit und Selbstbestimmung und das ist kein reines Dampferthema. Das ist generell ein Problem. Das stimmt. Sehe ich auch so. Stefan, du wolltest was sagen. Ja, ich wollte einhaken an dem Punkt, wo du sagst, du siehst jetzt nicht ganz so pessimistisch, weil die Gesetzeslage ja eigentlich eindeutig ist. Ich denke mal, viele Leute sehen das ähnlich, dass diese Arzneimittelregulierung früher oder später vom Gericht auch gekippt würde. Die Frage ist, was passiert in der Zwischenzeit? Wird in der Zwischenzeit der Markt ausgetrocknet? Geht diese Negativkampagne weiter? Ich meine, ich habe das ja auch schon erlebt und ich denke mal, in den Foren liest man es immer wieder, es ist vielen Leuten schon passiert, dass sie auf der Straße einfach diese Bildmeinung entgegengeklatscht bekommen. Und ich sag mal, das wird sich natürlich nicht gut auswirken für uns. Und wenn der Markt erstmal tot ist und insbesondere die ganzen Hersteller, dann bringt es uns auch nichts, wenn in 4 Jahren oder so der EuGH sagt, nee, es war doch kein Arzneimittel. April. Ja, wobei natürlich jetzt zum Beispiel Juri, der Rechtsausschuss, jetzt ja schon gesagt hat, hey Leute, das könnt ihr nicht machen. Das OVG Münster hat jetzt entsprechend geurteilt. Also ich denke nicht, dass da, selbst wenn die E-Zigarette in die Tabakproduktrichtlinie kommt und selbst wenn sie da als Medikament deklariert wird, dann muss das ja immer noch erstmal in nationales Gesetz umgewandelt werden. Und bevor das passiert, bin ich mir fast sicher, werden die Gerichte sagen, ob das jetzt der EuGH ist oder was auch immer, werden sagen, Leute, könnt ihr nicht machen. Oder auch die Bundesregierung wird von sich aus, die werden das wahrscheinlich, bevor sie es umsetzen, ja auch nochmal begutachten müssen sie, ja, denn sie müssen es entsprechend ja auf das nationale Recht anpassen. Und dann werden die auch zu dem Schluss kommen, weil es jetzt gerade diese aktuellen Urteile in Deutschland gibt, dass es einfach nicht funktioniert. Davon gehe ich aus. Das muss nicht so sein, aber ich hoffe es jedenfalls, weil das rechtlich der korrekte Ablauf wäre. Ja gut, das ist ja auch so ein bisschen der Blick in die Glaskugel. Wir hatten es in der letzten Sendung ja auch schon gesagt. Jetzt ist es tatsächlich aus unserer Sicht ja auch nicht besonders gut gelaufen, was die Wahl angeht, wenn es denn zur großen Koalition kommt. Ohne das jetzt alles nochmal hochkauen zu wollen. Eigentlich schade, dass die Liberalen als Koalitionspartner für die CDU-CSU nicht mehr zur Verfügung stehen. Wie siehst du das? Ich sehe das ähnlich. Ich habe, also es ist natürlich so, dass man jetzt abwarten muss. Natürlich ist die Große Koalition die wahrscheinlichste Regierungsoption, die im Moment besteht. Schwarz-Grün wäre natürlich theoretisch auch möglich. Und dann ist wieder die Frage, wie stehen die Grünen wirklich dazu? Weil sie offiziell ja eigentlich eher pro E-Zigarette sogar sind. Aber dann gibt es ja, ja die bekannten Kandidaten da, die bekannten Verdächtigen, die dann absolut dagegen wettern. Und dann fragt man sich auch, ob das überhaupt, also was jetzt wirklich der Standpunkt der Partei ist, wobei sich meistens halt dieser Parteiwille dann durchsetzt und die einzelnen Parteimitglieder dann irgendwo untergebuttert werden. So ist es eigentlich. Aber trotzdem wäre das meiner Meinung nach nicht so die optimale Option, halt jetzt so eine schwarz-grüne Regierung. Große Koalition ja sowieso nicht. Große Koalition bedeutet in dem Fall jetzt sowieso Stillstand. Die werden sich gegen so wenig wie möglich wehren, besonders gegen so wenig wie möglich, was von der EU kommt. Ich weiß es nicht. Es ist wirklich schwer. Die FDP jetzt, okay, ich bin ein bisschen vorbelastet, aber klar, ist halt nur eine freiheitliche und liberale Partei, wobei sie in den letzten Jahren ja auch immer lobbyistischer wurde. Und die Lobby ist ja auch ein ganz, ganz großes Problem, dass wir Dampfer haben. Die Tabaklobby, die Pharmalobby. Und von daher ist die Frage, ob die da so viel besser ist. Ich glaube, es gibt fast kein kleineres Übel. Es ist alles einfach nur die Hölle. Einfach alles Übel. Ja, das größere Problem
das größere Problem ist, glaube ich, bei einer großen Koalition, dass es dann auch von der Opposition her gar keine Möglichkeit mehr gibt, Untersuchungsausschüsse oder Sonstiges zu veranstalten, um dann irgendwie was dagegen zu unternehmen. Da fehlen dann einfach die dementsprechenden Stimmen im Bundestag, um ja, wenn irgendwie was total schief laufen sollte, was zu machen, weil die Opposition wäre in dem Fall ja dann nur noch die Linke und die Grünen und die haben zusammen ja nicht genug Stimmen, um dann nochmal eingreifen zu können oder überhaupt irgendwie was zu, dagegen zu unternehmen. Wenn jetzt der großen Opposition ja, eine große Sache zusammenkommt, dann schaut es echt schlecht aus. Ja, wobei, ja. Dann, also allgemein, wobei es dann ja auch immer noch den Bundesrat gibt. Ne? Und dann guckt man sich mal die Mehrheitsverhältnisse im Bundesrat an. Die sind dann wieder ein bisschen anders. Ja. Das macht das Ganze wieder noch ein bisschen komplizierter. Also es ist alles nicht so einfach und so trivial, wie man denkt. Aber ich würde sagen, da müssen wir wirklich einfach abwarten. Ich traue mir jetzt nicht zu, da irgendwas zu prognostizieren, ob sich das jetzt positiv oder negativ für uns auswirkt. Weil erstmal die Entscheidung der EU oder vielmehr dieses Ausschusses, des Envi-Ausschusses, da wirklich wichtig ist. Und dann schauen wir weiter, wie das dann und ob das in nationales Gesetz umgesetzt wird. Keine Ahnung, wird sich zeigen. Zumal man auch wirklich auch nicht sagen kann, wie lange sich das noch hinzieht, bis wir hier wieder eine richtige Regierung haben. Das kann sich auch noch hinziehen bis Januar, theoretisch. Ja, klar. Ah, die könnten auch Neuwahlen anstreben, wenn sie wussten. Ja. Neuwahlen. Da dauert das noch länger. Umso wichtiger finde ich, wir haben ja im Moment trotzdem irgendwo einen Punkt, wo wir einhaken können und wo wir jetzt doch noch ein bisschen versuchen können, Einfluss zu nehmen auf das, was nächste Woche im Parlament passiert. Und diese Woche können wir noch schreiben. Schreiben, schreiben, schreiben. Leute, habt ihr denn schon geschrieben? Wer hat noch nicht geschrieben? Sagt doch mal, was ihr so... Ich gestehe, ich habe noch nicht geschrieben, aber ich arbeite schon am Entwurf. Ja, schön. Und was entwirfst du? Ich entwerfe ein paar Mails, und zwar speziell an deutsche Abgeordnete der verschiedenen Parteien, die sich bisher gegen uns gestellt haben. Mhm. Also an die Linken, an die Grünen, und an die SPD, also so wie sie halt in der EU dann heißen, S und D. Und WTF, nicht zu vergessen. Ne? Gut, aber es ist wichtig, die Zeit in einem Überblick zu haben, weil heute in einer Woche ist schon die Lesung. Und also wenn man schreiben will, dann möglichst heute oder morgen, weil am 7. und am 8. werden die Parlamentarier wahrscheinlich nicht mehr die Zeit und die Muße haben, das zu lesen. Ne? Also wenn, dann sind die Stunden jetzt die Stunden der Wahl. Ja. Wenn man schreiben will, dann echt jetzt, ja. Ja, da ist der Tag der deutschen Reinlichkeit, Einheit ja ein ganz guter Anlass. Oder eine ganz gute Gelegenheit, sage ich mal. Ja. Das, ich habe die E-Mail vorbereitet. Ich bin im Moment noch ein bisschen am Überlegen, ob ich den einen oder anderen Punkt noch aufnehme, wie zum Beispiel das Amendment, an dem gearbeitet wird. Dazu kommen wir ja in den News nachher nochmal, denke ich. Und ob ich das eben mit aufnehme, das da bin ich noch am Überlegen, aber ich denke mal, die Zeit kann man eventuell nutzen. Also lieber eher raus als lange überlegen und dann verzögert doch nicht mehr rausgeschickt haben. So sehe ich das. Ich habe auch, also es kostet einfach Zeit, klar. Man setzt sich hin und macht sich einen Kopf, was man schreibt. Natürlich ist das wichtig. Bei mir hat es auch ein bisschen gedauert. Ich habe es bislang auch nur in Anführungszeichen auf Deutsch hinbekommen. Ich wollte es eigentlich auch noch auf Englisch ummünzen und dann einen größeren Kreis anschreiben. Aber meiner Meinung nach ist, je eher, desto besser, das sind jetzt die Stunden, wo es raus muss. Weil danach verpufft es einfach. Ja. Und da sprichst du aus der Erfahrung, und es ist schwierig, das Ganze auch an alle rauszukriegen. Wobei ich an dem Punkt noch was ganz Spannendes entdeckt habe diese Woche. Es gibt bei Facebook eine Gruppe, die nennt sich E-Wolke. Und dort wurde in dieser Woche
eine Art Gemeinschaftsbrief entworfen in gemeinschaftlicher Arbeit, wo alle so ein bisschen ihre liebsten Argumente eingebracht haben und gesagt haben, was sie wichtig fanden, und entstanden ist ein Brief, der nun an alle MEPs geschickt werden soll, auf an die Deutschsprachigen auf Deutsch und auf alle anderen auf Englisch. Und da sitzt denen die Zeit im Nacken. Und der Brief wird voraussichtlich morgen fertig. Und dann machen sich die Gruppenmitglieder oder einige Gruppenmitglieder daran, das Ganze zu verteilen. Und jeder verteilt das jeweils so ungefähr an 50 MEPs. Jeder, der Zeit hat natürlich, das ist dann auch wieder... Wir haben zwar inzwischen eine gute Datenlage, wir haben die MEP-Database zum Glück im Netz stehen, ne? Aber da wird jetzt in dieser Gruppe dann sich morgen daran gemacht, das Ganze in die Welt zu verstreuen. Und wenn von euch irgendjemand Lust hat, da noch mitzumachen, diese E-Mail rauszuschicken, dann geht auf Facebook und schaut nach E-Wolke oder nachher seht ihr unseren Links, da werden wir das auch nochmal reinschreiben. Und dann könnt ihr da mitmachen noch morgen und auch noch E-Mails verschicken. Ja, da bin ich dabei. Es gibt aber ja auch extra so Tools für so Massenmails, und in der MEP-Database ist ja auch das Geschlecht mit drin. Das heißt, die Anrede könnte man daraus dann auch irgendwie herleiten. Und da gibt es doch so Tools, die dann automatisch die E-Mails jeweils mit einer Anrede verfassen und die verschicken. Das heißt, es wäre eigentlich dann relativ schnell erledigt. Ja, das Problem ist, das stimmt, es wurde heute auch diskutiert in dieser Gruppe. Und wir haben halt jetzt nicht mehr die Zeit, uns ausführlich mit solchen Seriensachen zu beschäftigen. Jemand, der das schon kann, der kann das natürlich. Und es wurde auch als schön empfunden, dass diese E-Mail, die ja immer die gleiche ist, aber eben jeder MEP soll die einmal kriegen. Und es wurde als schön empfunden, wenn die MEPs die auch von verschiedenen Leuten kriegen. Also die Deutschen kriegen die von einem und die Griechen kriegen die von einem anderen. Und einfach auch als Zeichen dafür, dass wir viele sind. Oder dass diese Gruppe von vielen verschiedenen... das kriegen die untereinander aber gar nicht mit, glaube ich. Also ja, aber so als Zeichen, das wird dann auch auf einer Website veröffentlicht und... Ja. Wer dann da noch schauen will, hinterher von den MEPs, wird das dann auch mitkriegen, wie der Werdegang dieser E-Mail war, einfach um nochmal zu zeigen, wir sind keine AstroTurfs. Ich glaube, du wolltest gerade noch sagen. Ja, ich wollte auch sagen, dass gerade dieser automatische Charakter von Massenmails, irgendwie kriegt man das kommt vom Gefühl herüber. Und wenn das individuelle Anschreiben sind, das spürt man irgendwie. Ja. Selbst wenn da nicht nur ein Satz oder so noch in der Einleitung drinsteht, der jedes Mal ein bisschen anders ist. Richtig. Und außerdem ist das wichtig. Ja auch die Waffe unserer Gegner. So wie wir heute gehört haben, wird wohl auf allen Kanälen von unseren Gegnern gegen auf die MEPs geschossen. Da werden aber wohl immer die gleichen Sätze verwendet, und das werden die auch mitkriegen, hoffe ich. Das ist halt auch besonders wichtig, ja? Auch wenn jetzt irgendwie die Zeit drängt, dass man nicht irgendwie auf eine Vorlage, die irgendwo im Netz rumschwirrt, zurückgreift, die einfach 1:1 kopiert, mal kurz einen anderen Namen drunter setzt und das dann verschickt. Viele schreiben ja, aber das habt ihr, glaube ich, beim letzten Mal ja auch schon besprochen, viele stellen ja irgendwie die E-Mails oder Postkarten, Briefe, was auch immer sie verschickt haben, dann auch in die Foren. Also die einfach zu kopieren, ist, glaube ich, so ziemlich die schlechteste Idee. Also auf jeden Fall in eigenen Worten selbst, was einem auch selbst wichtig ist, in die E-Mail schreiben und nicht einfach kopieren, weil das wirklich schlecht ankommt, wenn da so ein Büro auf einmal 5-mal von unterschiedlichen Leuten immer wieder dieselbe Mail bekommt. Dann macht das wirklich einen schlechten Eindruck. Stimmt, das ist immer vorausgesetzt. Wenn sowas gezeigt wird, dann immer unter den Aspekt der Inspiration. Es gibt ja vielleicht auch Leute, die davor sitzen wie der Ochse vom Berg und nicht wissen, was sie schreiben sollen. Und wenn die dann solche Postkarten, E-Mails oder was auch immer von anderen lesen, dann hilft es vielleicht so ein bisschen, den Block im Kopf zu öffnen. Also das hat mir auf jeden Fall, als ich angefangen habe zu schreiben, hat mir das sehr geholfen, die E-Mails vom Norbert zum Beispiel anzuschauen und zu sehen, wie der das angeht und wie ich jetzt vielleicht auch anders angehen möchte. Also unsere E-Mails sind ja schon sehr unterschiedlich von der
von der Herangehensweise her. Ne? Und das ist auch gut so. Gut so, genau, das ist gut so und das ist so gewollt. Ne? Also jeder ist da individuell für sich, nicht wahr? Ich stelle meine E-Mails ja eigentlich auch hauptsächlich rein, um zu zeigen, Leute, schreibt an, es geht, man kann's. Es motiviert irgendwo, ne? Wenn man sieht, andere machen das und es heizt einen ein bisschen an, dass man da sieht, man ist da nicht alleine. Und vielleicht ist der ein oder andere Satz, den man dort liest, vielleicht wirkt er auch als Inspiration, wenn man das inhaltlich dann in seinen eigenen Worten wiedergibt. Stefan, du hast das im Chat entdeckt? Ja, wenn ich Alan Fletcher hier richtig verstehe, schrieb er da, lasse die Engländer raus, die sind mehr als gut bedient. Ich hoffe, ich habe das richtig verstanden, nicht, dass es da um die MVPs geht und dass er meint, die hätten schon genug Bombardement erfahren. Ja, ich werde das morgen in dieser Gruppe dann mal noch anbringen. Also, die können sich das dann vielleicht sparen. Weiß ich nicht. Das ist halt schwierig. Also man will die Leute natürlich nicht, nicht negativ belasten durch die eigene Bearbeitung. Andererseits macht es unsere Gegenseite ja offensichtlich auch. Ja, und allerdings. Da ist die Frage, was ist besser? Ne? Also denen die Ruhe lassen oder halt wirklich zu zeigen, wir sind auch noch da und wir haben auch eine Stimme und kümmern uns. Also wenn es jetzt irgendwas, und wenn man sich irgendwie engagieren will oder wenn man diese Wut im Bauch spürt, ne, dann würde ich ganz klar sagen B. Also wenn du sagst A oder B, ja, auf jeden Fall. Auf die Gefahr. Haut einen raus. Ja, wirklich, sorry. Auf die Gefahr hin, dass der ein oder andere Parlamentarier oder Parlamentarierin zu viel anschreit. Es gibt kein zu viel. Das Einzige, was das Fauxpas, was man sich erlauben könnte, wäre, dass man wen anschreibt, wo man genau weiß, die Person ist schon auf unserer Seite. Das wäre ein kleines Fauxpas. Ja? Aber sonst bitteschön in die Masse, raus damit. Hau raus, das Zeug. Obwohl, es kann auch nicht schaden, Leute, die uns wohlgesonnen sind, anzuschreiben und sagen, vielen Dank, dass Sie sich für uns einsetzen. Ohne irgendwelche große, ohne große Argumentation, sondern einfach nur ein Dankeschreiben, eine Dankesmail. Ja. Das kann auf jeden Fall immer gut kommen. Ja, da freuen die sich auch drüber. Ich habe schon mal eine sehr tolle Antwort von Herrn Dr. Liese bekommen, weil ich dem ganz spontan echt eine Dankes-E-Mail geschrieben habe nach einer Antwort auf Abgeordnetenwatch. Und da hat er mir geantwortet und hat geschrieben, dass das frustrierend wäre manchmal mit den Bürgern, die würden immer nur meckern, aber es wäre total schön, auch mal ein Dankeschön zu hören. Also die freuen sich da auch drüber. Und das motiviert die wiederum dann auch, für uns weiterzukämpfen. Einer muss es ja tun. Also um das mal vielleicht spontan zu sagen, wen könnte man anschreiben im deutschen Bereich? In Lisa hast du gerade genannt, den Lehne, also Herr Lehne vom Jury-Ausschuss fällt mir da spontan zu ein. Frau Sommer. Renate Sommer. Für uns. Ja. Mhm. Oder Herr Kramer von der FDP. Mhm. Herr Lehne vom Jury. Ja. Hatten wir gerade. Ja, das sind gar nicht so viele, ne? Wir haben uns das mal richtig überlegt, das Verhältnis ist doch irgendwie auf der Gegenseite noch. Und es gibt ja auch noch viele Abgeordnete, die nicht wirklich die richtigen, echten Infos haben. Deswegen ich halt auch der Meinung bin, es ist wirklich wichtig, alle anzuschreiben, um halt auch die zu erreichen, die noch diese falschen Infos vom DKFZ oder von sonst woher im Kopf haben und gar nicht wissen, um was es überhaupt geht bei uns. Ja, und wie das überhaupt ist. Die Vermutung liegt auch nahe, wenn wir zum Beispiel sehen, was diese Woche da an Netzfundstücken gefunden wurde, über diese von der FDA, dieses tolle Bild dieser E-Zigarette, die zusammengeschraubt am Lader hing, warum auch immer. Wir wissen, dass das ein total beklopptes Bild ist, aber vermutlich halten die das so für richtig. Das ist ein Liquid-Ladegerät, da wird Liquid nachgefüllt. Ich habe das erst später kapiert. Ne? Das kommt aus der Akku geladen. Das wäre aber einfach. Ich will Liquid aus der Steckdose. Die Grünen arbeiten schon jahrelang daran. Ah ja, da kommt der Saft aus der Dose. Da geht mir dann doch die Frisur wieder hoch.
Ja, Michael Kleinefeld hatte, also Doug von der IGD hat im Chat noch geschrieben gehabt, dass alle bombardiert worden sind, er meint also die Abgeordneten, und er würde niemanden weglassen. Also er meint auch einfach alle anschreiben. Ich finde, nochmal in Ergänzung zu dem, was du gerade gesagt hast, Norbert, natürlich ist das gut, die Leute, die, wo wir wissen, die sind auf unserer Seite, denen einfach mal ein Dankeschreiben zu schicken, das klar, würde ich auch so unterstützen. Auf der anderen Seite habe ich mir damals gedacht, beim vorherigen Anschreiben, ich habe auch ein Anschreiben habe ich mal in Englisch formuliert, der war auch, Mensch, jetzt fällt mir der Name nicht ein, Davis, sondern wie heißt deine Kollegin? Rebecca Taylor. Rebecca Taylor, danke. Die habe ich auch angeschrieben, von der habe ich natürlich irgendwie sofort ein Schreiben gekriegt, hey, lass mal nach, ich bin auf eurer Seite, klar. Aber die habe ich auch mit angeschrieben, einfach damit sie weiß, was ihre Kollegen auch oder was ihr Umfeld auch bekommt. Ne? Ich habe mir auch überlegt, da noch reinzuschreiben, wenn Sie schon, entschuldigen Sie bitte, wenn Sie schon auf unserer Seite sind, dass Sie sich dadurch nicht belästigt fühlen. Aber das habe ich dann auch weggelassen. Ja, das ist schwierig. Aber wo du reingeschrieben hast, Steffi, dass du dir nicht erlauben kannst, aus Zeitgründen als Mutter von drei Kindern jeden Einzelnen anzuschreiben, habe ich mir noch überlegt, habe ich aber nicht gemacht. Man hätte noch reinschreiben können, unten in die PS-Zeile, dieses Schreiben geht an alle deutschen Parlamentarier raus und haben Sie bitte Verständnis dafür, dass ich sie nicht alle einzeln anschreiben kann, sondern dass ich hier in Serienbriefe benutze, weil das Engagement oder der Kampf von der EU-Regulierung kostet mich so viel Zeit, dass ich die nicht mehr habe, um sie alle einzeln anzuschreiben. Das hätte man eigentlich noch reinschreiben müssen. Ich habe das damals auch nur geschrieben, weil ich unbedingt die Kinder unterbringen wollte. Wir müssen auch an die Kinder denken. Und ja, meine Kinder brauchen meine Zeit. Kinder kommen immer gut. Deshalb habe ich gedacht, ja, ach, erwähnst du mal noch die Kinder. Ja, okay. Endlich denkt mal jemand an die Kinder. Hurra. Ja. Aber warum sollen wir nicht auch einfach ganz normale Mittel nutzen, die heute in der Bürowelt genutzt werden und von uns zu Hause genutzt werden, um da die Masse anzuschreiben? Sorry, ich habe da überhaupt kein Problem mit. Also. Wichtig ist halt nur, dass nicht der gleiche Brief immer wieder ankommt, weil das würde zu einer Abwehrhaltung führen. Das führt bei uns im Privaten auch zu einer Abwehrhaltung. Wenn wir die gleichen Spam-E-Mail mit den gleichen Worten immer wieder kriegen, dann denken wir automatisch, oh nee, lass mich in Ruhe damit. Und gut, aber ich denke mir, ich vermute mal einfach, dass das nicht der Fall ist, weil die Leute, die eine Mail schreiben, die schreiben es, das sage ich mal einfach so, da hoffe ich und erwarte ich einfach mal, dass das schon individuell ist. Weil wer sich da schon hinsetzt und sich Mühe macht, der schreibt da schon aus seinem Bauch heraus, aus der Wut heraus, die er selber hat. Vermute ich einfach mal oder hoffe ich und denke ich. Ja, wir sind ja alle individuell. Und so individuell, wie wir sind. Sollen wir mal zeigen, wie individuell wir sind? Leute, was dampft ihr gerade? Ich bin neugierig. Ich will das wissen. Norbert, was dampfst du? Also hier habe ich jetzt gerade ein Tazo Menthol mit einem Schuss Flavor Arts Kiwi. Mit 18 Milligramm auf meiner Ewig im WW. Und Gavin, was machst du? Das ist ein, ja, halt auch ein selbstgemischtes Kirschliquid von Club der Dampfer, also Club Aroma Kirsche. Mit, ja, Prozente nenne ich jetzt hier mal nicht, weil das ja auch in den Foren immer ganz böse ist. Aber mit 9 Milligramm Nikotin nur noch. Ich habe mit 18 angefangen und bin jetzt in dem einen Jahr auf 9 runter. Und komme damit eigentlich super zurecht. So. Super. Von links nach rechts jetzt Lilly. Oh, Lilly ist der Chat. Chat, was dampfst du? Sagt uns doch mal, was ihr dampft. Ja. Marc, was dampfst du? Ich dampfe dienstags zur Sendung immer gerne Limette. Das echt? Ist jede Woche? Ja, das hebe ich mir immer für die Sendung auf. Das habe ich mir gekauft. Ich mische sonst selber, aber Limette ist für mich was Besonderes. Das ist jetzt heute der Rest gewesen. Oh. Das ist im Verdampfer und im anderen ist Melone. Melone, lecker. Mhm. Und Stefan? Wobei, wie viel Zeit haben wir denn? Jetzt gerade, ja. Also ich versuche schnell zu machen. Das Bulli A2T, da ist drin
Kokos und Kirsch. Hier, das sind Zoris. Und da ist drin Eisbonbon mit ein bisschen Menthol. Kokos und Ananas. Menthol mit irgendeiner Frucht. Ich weiß gerade nicht welche. Ist alles selbst gemischt. Hier ist Banane und Kirsch drin. Und ach, hör auf, ich habe hier noch so ein paar. Ich wechsle die immer schön gerne durch. Das ist bei mir echt. Super, ich mache das auch nicht anders. Und Thomas, was machst du? Was habe ich in der Hand? Habe ich gerade so eine Vanilla Custard mit Dulce de Leche. Daneben steht aber noch ein Verdampfer mit, was habe ich da drin? Ein Mix von Himbeer, von Inavira zusammen mit Cassis vom Club der Dampfer und Menthol. So selbstgemacht aus Kristalle. Aber ich habe hier noch fünf andere Geräte stehen und ich glaube, ich fange jetzt lieber nicht an, drüber nachzudenken, was da noch alles drin ist. Mir geht es so wie hier, beziehungsweise Stefan, ich kann mich einfach nie entscheiden. Das ist alles so verdammt lecker und gut und ja, einfach der Reihe nach und durch. Ja, bei mir ist es gerade relativ überschaubar. Ich habe hier Zeitreis in Grün. Finde ich voll cool, das hat sich verfärbt, ist jetzt knallegrün, mit Menthol. Ich habe hier Sahnebonbon und ich habe hier gebrannte Mandel von Capella, sehr lecker. Und dann habe ich im Ewert noch grünes Früchtchen, aber der Ewert liegt gerade woanders. Aha, und der Chat? Ja, Michael Kleinefeld dampft Blue Spot. Ah, der Rainer dampft Mystery, war klar. Ja. Aber zur Nikotinstärke hat keiner was geschrieben. Bei mir ist eigentlich alles mit 18, das hatte ich noch vergessen. Okay, bei Reinhard kommt noch was gerade eben mit 18 Milligramm Koffein. Ah, das interessiert mich. Ja. Also, er ist wohl einer derjenigen, die sich für Koffein interessieren oder ausprobieren. Bin ich auch schon am Überlegen, aber ja, ich habe mir noch keins besorgt. Ist aber auf der Liste. Ich bin auch interessiert, habe aber auch noch nicht was probiert. Aber Koffein würde mir auch mal interessieren, ja. Mhm. Das ist ja auch wieder so ein ganz interessantes Thema, um halt diese ganze Regulierungsgeschichte zu umgehen. Und da stelle ich mir auch immer wieder eine Frage, und zwar alle Selbermischer betreffend. Mhm. Ich als Selbstmischer, ich mische mir ja aus meinen Basiselementen und Mitte zusammen und in der Tabakproduktrichtlinie steht ja nur was von Liquids drin und nicht von den einzelnen Komponenten. Da steht auch nichts drin davon, dass zum Beispiel PEG mit einem gewissen Nikotinanteil verboten werden soll. Oder dass das da rein darunter fallen sollte. Es wird wirklich nur von den Liquids gesprochen. Also müssten die Dinge ja auch weiterhin frei erhältlich sein. Das heißt, die Selbstmischer dürfte das ganze Thema eigentlich weniger betreffen, oder? Also ich verstehe es jedenfalls so, ja, wie das nachher ausgelegt wird. Allerdings kämpfen wir ja auch für die Leute, die natürlich noch nicht umgestiegen sind. Das, ja. Für die Selbstmischer ist vieles sicherlich handelbar, sagen wir mal. Und wenn wir jetzt von diesem Draft Amendment ausgehen, da ist es tatsächlich so, da gibt es einen Link in einen anderen Artikel, wo dann ausdrücklich Koffein, Taurin und alles, was mit belebenden Attributen verbunden ist, nicht als Zusatzstoff zugelassen werden soll. Also ihr habt dieses Draft Amendment von der ALDE-Gruppe sicherlich gelesen. Bevor wir ich suche gerade, Marc, sag doch mal was anderes. Genau, du suchst gerade und ich nutze schnell die Gelegenheit, nochmal vorzulesen, was so im Chat gedampft wird. Auch die Gefahr, dass ich mich wiederhole. Michael Kleinefeld dampft gerade Blue Spot und Pink Spot Aroma selbst gemischt. Das von Reinhard, das hatten wir glaube ich schon, ne? Das Mystery. Mhm. Die Nikotinstärke von Michael ist ein 9er. Mr. Seven, Club der, das ist ja so klein geschrieben, Club Aroma, Orange, mit 6er Milligramm VPG. Reinhard schreibt nochmal 18 Milligramm Koffein, ja genau, vorher 6 Milligramm. Nikotin, wohlgemerkt, vorher. Vorher 6 Milligramm, genau, Nikotin, ja.
Und Reinhard schreibt noch, dass die Koffein-Liquids anders flashen. Ich hoffe, besser. Ja, da liest man ja vieles Unterschiedliches. Ist vielleicht auch davon abhängig, wie sehr man Koffein gewöhnt ist. Mhm. Also jemand, der viel Kaffee trinkt, merkt vielleicht weniger als jemand, der gar keinen Kaffee trinkt. Die Relation, ne? Mhm. Ja. Ja, das, es gibt ja verschiedene Videos mittlerweile, die sich auch damit beschäftigen. Von der Dampferküche, von den Zweien, gibt es ja auch eins, was sich damit beschäftigt. Mhm. Und die sagen zum Beispiel, das flasht sanfter irgendwie und es schlägt auch nicht so ein wie das Nikotin in hoher Konzentration. Ich glaube, das ist wieder so ein individuelles Thema. Das kann man, das kommt bei dem einen so, bei der anderen so. Das, glaube ich, käme auch mal auf den Versuch an. Das ist bestimmt noch Plan B, ne? Oder ein potenzieller Plan B, auch wenn der schon, wenn die Regulierung von Koffein schon wieder hinten um die Ecke guckt. Ja, aber die Regulierung ist ja geschrieben erstmal für Tabakzigaretten. Es ist komisch, dass. Für Tabakprodukte, ja. Also, ich habe es jetzt gefunden, dieses Amendment. Wir wollten wir noch mal kurz drüber sprechen. Da gibt es unheimlich viele Querverweise in andere Artikel, was es schwierig macht, dieses Amendment zu verstehen und zu bewerten, ob das jetzt gut ist oder ob das schlecht ist. Auf den ersten Blick sieht das alles super aus, fast alles. Die wesentlichen Punkte sind zum Beispiel eben diese Koffeingeschichte. Die meisten Querverweise gehen tatsächlich gar nicht in die Regulation, sondern eher in die Meldepflicht. Also darüber, dass die Behörden über das Produkt informiert werden sollen, dass es Studien zur Toxizität geben soll, dass es Risiko-Nutzen-Analysen geben soll, das ist zum Beispiel Artikel 17. Das gilt aber dann auch für die Tabakzigarette, wo wir uns bis jetzt beschwert haben im Prinzip, dass da so eine Ungleichheit besteht dann und dass die E-Zigarette größere Hürden hätte. Das sind dann die gleichen Hürden im Prinzip wie für die Tabakzigarette. Und und diese Koffeingeschichte, das ist Artikel 6 Absatz 4, da wird hinverwiesen, Vitamine sind verboten, Koffein und Taurin ist verboten und Zusatzstoffe, die färbende Eigenschaften für die Emissionen haben. Auch ein interessanter Satz, das wäre im Prinzip ein Zusatzstoff, der den Dampf einfärbt. Gibt es das überhaupt? Wenn wir das richtig interpretieren mit den Emissionen, ne? Das wäre auch, oder war ja auch meine Interpretation, wobei ich das noch nie gesehen habe und mir auch nicht vorstellen kann, wie stark ein Farbstoff sein müsste, um den Dampf einzufärben. Also das Liquid ist ja was anderes. Ja, und wenn man überlegt, dass dieser Artikel ja für Tabak geschrieben ist, wie stark müsste der bei Tabak sein, um bei Verbrennung dazu zu führen, dass der Rauch anders aussieht? Ich will es nicht wissen. Das gibt tatsächlich unterschiedlich farbigen Rauch, wenn da entsprechend chemische Stoffe drin sind. Also Das ist durchaus leichter möglich als bei Dampf, weil es sieht zwar ähnlich aus, aber wir haben keine Feststoffpartikel und der Dampf entsteht durch die Lichtbrechung an den kleinen Tröpfchen, während beim Rauch Nebel. Die Farbe entsteht durch die Reflexion des Lichtes. Ist ja streng genommen gar kein Dampf, es ist ja Nebel. Also um nochmal auf das Thema der Sinne zu kommen. Als Wink mit dem Zaunpfahl, dass wir noch über den braven Landmann reden müssen. Ach ja, ja, das Amendment haben wir jetzt lange. Also es ist gar nicht so schwer, das zu verstehen, dieses Amendment. Ihr findet im ERF unter anderem, haben wir da so eine kurze Zusammenfassung einfach mal beleuchtet, in welcher Artikel das alles noch geht. Unterm Strich, 30 Milligramm ist ein bisschen wenig, Werbeverbot ist scheiße, aber damit könnte man eher leben als mit der Arzneimittelregulierung. Wichtig ist, alles, was jetzt kommt, ist immer nur ein Kompromiss. Das Beste wäre natürlich immer, die rauszuschreiben. Darüber müssen wir uns klar sein. Ja. Und die Frage ist auch, das ist ja nur ein Compromise-Amendment oder ein Amendment, der am Sonntag rauskam, irgendwie nach außen gedrungen ist. Die Frage, was da noch alles im Umlauf ist, ich denke mir, das wissen wir so gar nicht. Ne? Das weiß man noch nicht, das stimmt. Aber es war schon mal so ein Ausblick. Ja klar, natürlich. Ich lese nochmal bitte ganz schnell vor, was hier noch aus dem Chat kommt, auch wenn es da einen zeitlichen Verzug gibt. Aber wenn wir das schon hier
auf unseren Ticker kriegen, dann soll das bitte schön auch vorgelesen werden. Michael trägt noch nach, dass er auch Mango dampft, dem schließe ich mich an. Mango ist ich auch. Ist super, ja. Den ganzen ja, Tag Mango. Nur bis 8 Uhr. Also Reinhard, um deine Frage zu beantworten, nein, ich bin nicht weg vom Mango, ich konnte es nur für diesen Abend nicht mehr sehen, weil ich versuche gerade, das habe ich in einem anderen Forum geschrieben, da hat der Reinhard das wahrscheinlich auch her, ich versuche gerade ein Fläschchen mit Mango leer zu kriegen, weil ich nämlich jetzt Mango Tango von Tasty Puff habe und das finde ich sehr lecker, aber deshalb möchte ich das andere Mango erst weg haben, weil ich kann es gerade nicht mehr sehen. Dann kommt noch ein guter Hinweis von Deichqualm. Momentan sieht es so aus, dass zum Beispiel Red Bull Energy so viel Koffein enthalten darf, wie sie lustig ist oder wie das Zeug lustig ist. Der Grund ist, weil das unter Lebensmittelergänzung läuft. Ich lese mal einfach nur schnell vor, weil wir dann gleich noch ein paar Sachen auf der Platte haben. Reinhard merkt noch an, nun ich verdrücke am Tag so locker 20 Espresso, deswegen merke ich nur wenig von dem Koffeinliquid. Ja, klar. Reinhard, das erklärt einiges. Das ist da ist jeder individuell betroffen. Rosus sagt noch bitte schön, im Moment bin ich guter Dinge, was die Tabakproduktrichtlinie angeht. Der Wind scheint sich zu drehen. Rosus, ich hoffe, du hast recht. Ich weiß es nicht. Ich bin da very, very skeptisch. Dass sich hier einiges tut, kriegen wir alle mit. Ich würde es gerne teilen, aber sorry, ich bin da wer. Ich weiß es nicht. Ich warte den 8. Oktober ab und bin auf alles gefasst. Jetzt kommt ganz schnell noch das Micha rein. Gut, da kommen noch die einen oder anderen Liquids rein. Aber wir sind ja eigentlich schon offiziell mit unserer 45-Minuten-Geschichte durch. Wir machen heute wieder eine Stunde, klar, aber wir haben noch ein paar Punkte, auf die ich vielleicht nochmal eben auf die wir nochmal eingehen wollten. Wir haben so ein paar kleine Punkte noch zum Thema News uns rausgeschnappt. Ich denke mal, der erste Punkt, Steffi, der ist schon angesprochen worden, ne? Das Alt-Amendment. Genau. Das Alt-Amendment, ja, da haben wir gerade drüber gesprochen. Dazu habe ich ja dann auch noch ein paar Anmerkungen geschrieben an die Autoren des Amendments. Unter anderem auch, dass mir immer noch eine genaue Definition der E-Zigarette fehlt. Da offensichtlich die ganzen MEPs und so weiter und auch die sogenannten selbsternannten Experten keine Ahnung haben, wovon sie da reden, immer nur so von einem Ding mit einem Licht am Ende. Und dass wir eigentlich genauer definiert haben müssen, auch für uns und für echte Rechtssicherheit, was ist eine E-Zigarette und was genau davon wird reguliert. Also einmal haben wir diese monolithischen Dinger mit dem Licht am Ende, die von der Tabakindustrie gesponsert werden und ein paar Relikte aus der Urzeit des Dampfens. Und dann haben wir da die getrennten Teile, wo einerseits mal Liquids als solche verkauft werden und dann eben die schönen Geräte, einmal die brauchbare Verdampfer in allen möglichen Varianten und natürlich Batterien und Akkuträger. Ja, und das ist eigentlich auch faszinierend, wenn man in der TPD guckt, in Artikel 2, glaube ich, da wird jeder Scheiß definiert. Also wirklich jedes. Ja. Also die Zigarette wird definiert, loser Tabak, Kautabak, in der Haare Schmiertabak. Es wird alles definiert, nur nicht die E-Zigarette. Also die ist in diesem Artikel noch nicht zu finden, was aber vielleicht auch gar nicht so schlecht ist. Nein, das Problem dabei ist dann halt, dass dann wieder jeder kleine Gerichtshof dann seine eigene Interpretation machen kann. Solange es nicht definiert ist, kann eine andere Definition drüber gestülpt werden, die es noch gar nicht gibt. Also ich finde das auch, das ist ein zweischneidiges Schwert. Ne? Was dabei rauskommen kann, habe ich dann auch erwähnt, nämlich das Frankfurter Urteil, wo Gesetze angewendet werden, die auf den Tabak eigentlich gemünzt sind. Ja, einfach interpretiert, ein Liquid ist ein Tabakprodukt und schwuppdiwupp, Tabakprodukte dürfen maximal 5-10% Propylenglykol und oder Glycerin enthalten, ergo, es ist ein illegales Tabakprodukt. Haha. Also das muss schon irgendwie ein bisschen klarer definiert werden, was genau
Anwendung finden darf und was vor allem nicht. Ja, deswegen ist ja auch ganz klar, kann das Endziel nur sein, dass es eine eigene Regulierung für E-Zigaretten gibt und dass die eben nicht in die Tabakproduktrichtlinie gehören kann eigentlich. Aber das ist schwierig. Da gibt es ja auch eine neue Initiative, die genau das jetzt erreichen möchte. Ne? Ja. Was genau meinst du damit? Das war von Dave Dorn, ein französischer Wissenschaftler, glaube ich, der die E-Zig aus der TPD raushaben möchte und dort so also auf Twitter Unterstützung sucht. Dazu könnte ja Lilly mehr sagen. Lilly weiß oder, das. Oder? Lilly schreibt das jetzt im Chat, wer das war. Genau. Ich habe das Bild vor mir, aber ich weiß es gerade auch nicht. Auch ja, wir haben es irgendwie nicht mit Namen heute. Wir können das verlinken. Flau. Auf jeden Fall. Ja, es ist ein Gegner des braven Landmannes. Das ist der brave Landmann. Um den nochmal ins Spiel zu bringen. Ja, der Gorilla im Nebel. Ja, ich weiß ja nicht, ob der Chat schon verstanden hat, wer der brave Landmann ist. Wer möchte das auflösen? Norbert, sag doch mal. Ja, dazu sollte man vielleicht einfach diese Meldung in der Wirtschaftswoche mal anbringen als News, was wir jetzt in der Form noch nicht gemacht hatten. Ja, wo Herr Florenz sich zu Wort gemeldet hatte. Und ich gebe das jetzt mal nur sinngemäß wieder, ohne groß zu zitieren, versucht hat, diesen Widerstand gegen die TPD und gegen die E-Zigarettenregulierung in der TPD als Teufelswerk der Tabaklobby hinzustellen und damit auch die E-Zigarette zu diskreditieren. Er meinte dann halt auch, dass die böse Tabaklobby damit jetzt wohl leider Erfolg haben wird und die mehr und mehr Abgeordnete nicht für die TPD in dieser Form stimmen wollen. Richtig. Und diese Meldung ist auf so vielen Ebenen so böse. Mies. Das ist auf so vielen Ebenen so gemein. Das könnte uns einerseits in Sicherheit wiegen. Man liest, oh, wir könnten Erfolg haben. Super. Oder andererseits kann das auch die Gegner wieder auf den Plan rufen, die sehen, oh, die böse Tabaklobby hat Erfolg. Da müssen wir unbedingt was gegen tun. Und die Öffentlichkeit, die ist jetzt völlig verwirrt. Die weiß aber auf jeden Fall, dass die E-Zigarette jetzt ein Tabakprodukt ist. Seit neuestem wusstet ihr, es ist ein Produkt der Tabakindustrie. Ja, also ich glaube, ein großes Problem, das man da auch wieder sieht, ist, dass viele Leute sich gar nicht so darüber bewusst sind, dass in dieser Richtlinie überhaupt von der E-Zigarette die Sprache ist. Also viele beziehen es auch gar nicht darauf. Und wenn dann der ein oder andere Politiker sich auch so äußert, dass die Tabaklobby ja so dagegen wettert, dann ist damit ja nicht unbedingt die E-Zigarette gemeint oder dass sie für die E-Zigarette ist und deswegen dagegen, sondern da geht es dann ja wieder mehr um die Zigaretten selbst und um dieses Verpackungslayout und so weiter. Und ich glaube immer noch, dass viele sich gar nicht darüber bewusst sind, dass diese Tabakproduktrichtlinie für uns Dampfer so extreme Auswirkungen haben wird, wenn sie denn so umgesetzt wird letztendlich. Es gibt natürlich Politiker, die das ganz genau wissen, denen das einfach egal ist. Die sagen, ja, dann nehmen wir die auch noch direkt mit. Und darüber würde sich die Tabaklobby ja wahrscheinlich sogar freuen. Aber ich glaube nicht, dass die Politiker es wirklich so meinen oder so drehen wollen, als sei jetzt auf einmal die Tabaklobby extrem für E-Zigaretten und wolle deswegen gegen diese Produktrichtlinie vorgehen. Also das widerspricht sich ja irgendwo auch. Für uns widerspricht sich das. Wir wissen, dass die Tabaklobby am meisten davon hat, wenn der Markt bereinigt wird. Ja. Das wissen wir, aber das ist eben das Fiese. In diesem Artikel von der Wirtschaftswoche sah das fast so aus, als würde der Florenz jetzt behaupten, die E-Zigaretten sind ein Produkt der Tabakindustrie und das ist ja auf jeden Fall böse, weil das ja brutales Lobbying war und so. Also das ist eine ganz, ganz fiese Nummer gewesen von dem Florenz, finde ich. Ja, seht ihr das anders
oder? Nee. Nö, ganz deiner Meinung. Wehe, das sieht jemand anders. Nee. Das sind, glaube ich, alle richtig. War es ein Kochlöffel oder war das eine E-Zigarette, was du da geschwungen hast? Das war mein Finger. Ach so, ja, okay, ich war abgelenkt. Das ist manchmal auch ein Kochlöffel, ja. Das ist der ähnliche Zug wie Florenz nach dem 10.07. ne, in der Bild-Zeitung. Das ist, geht in die gleiche Richtung, typisch. Ja, ich kann es mir... Entschuldigung. Ja, sag mal, ich bin da nicht durch. Ja, ich kann es mir immer wieder nicht verkneifen, auch im ERF darauf hinzuweisen, wie genial im Endeffekt diese Kampagne ist, die gegen die E-Zigarette läuft, wie genial der ein oder andere Schachzug ist. Mies natürlich, aber das ist schon ein großes Kino, was da abgeliefert wird teilweise. Ja, perfide, aber gut. Also muss ich neidlos anerkennen. Naja, ich weiß nicht, nee, neidlos erkenne ich das nicht an. Was da passiert ist, dass Meinungsmache gemacht wird von Leuten, die, naja, denen viel zugehört wird. Also wenn wir das sagen, das interessiert keinen, aber wenn das ein Florenz sagt, der da ein größeres Echo in der Medienwelt bekommt, oder das DKFZ oder die WHO, dann wird das gerne und oft zitiert. Das bringt mich an dem Punkt auf die Frage, die wir uns intern in der Vorbereitung schon mehrfach gestellt haben, und die möchte ich hier einfach mal nach außen hin stellen, die Frage. Wir lesen viel über Vapor Trails, über Clive, also über die Seite Vapor Trails kriegen wir viele Informationen, unter anderem von Clive Bates, von Gary Stimson und von anderen Personen, die in der Suchtforschung, Harm Reduction, die als Gesundheitsexperte gelten. Das sind Experten, die da zitiert werden, auch aus dem medizinischen Bereich von, das fällt mir natürlich wieder nicht mehr der Name ein, helft mir schnell vom Griechen, Phasalinos. Phasalinos, genau. Und die Frage ist, die wir uns gestellt haben, die ich mir auch ganz häufig gestellt habe, wen haben wir denn hier auf der deutschen Seite als Personen, die sich für uns einsetzen, die ein Sprachrohr haben, die bekannt sind, dass wenn die was sagen, die ein höheres Gehör finden, die ein größeres Gehör finden, als das, was wir Dampfer selber haben. Gysi. Und, ja, okay. Ja, nee, mal ernsthaft. Gysi ist vielleicht einer, okay, akzeptiert. Uns sind da nicht so viele eingefallen. Wie seht ihr das? Gibt es da Leute, die wir gar nicht, was wir übersehen haben oder so? Die Frage nochmal, wer in Deutschland setzt sich für die E-Zigarette ein und hat ein hohes Sprachrohr, oder wie soll man das sagen? Also hat ein größeres Gehör, als wir das haben. Bitte? Publicity, ja, mir fällt die richtige Wortwahl gerade nicht ein, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Fällt euch da was zu ein? Tja, ist die Frage, ne? Wir überlegen schon seit mehreren Wochen und uns fällt niemand ein. Außer Herr Gysi. Aber Herr Gysi ist so ein zweischneidiges Schwert. Immer wenn der über die E-Zigarette redet, dann schiebt er nochmal hinterher, dass er ja von einem Tag auf den anderen ohne Hilfsmittel aufgehört. Mhm. Bei ihm ist es auch mehr so die rechtliche Frage halt, die da im Vordergrund steht. Er als Anwalt sieht das ja alles ein bisschen pragmatischer dann auch. Ja, und es ist auch mehr eine Eintagsfliege gewesen, die Meldung von Gysi. Im Gegensatz zu Leuten wie jetzt in England, Clive Bates, die regelmäßig was zu posten kamen, von ihm halt einmal, was zu der einen Gerichtsverhandlung. Vielleicht noch ein zweites oder ein drittes Mal, aber das in einem Zeitraum von Monaten bzw. Jahren. Also irgendjemand, der regelmäßig offensiv vorgeht und uns promotet, unterstützt, weiterhilft, wie auch immer. Gibt's eigentlich nicht, ne? Nee, gibt's nicht. Nee, gab's nicht. Und die Frage ist, ob es das jemals geben wird, ne? Also ob da jemand vielleicht irgendwo ist, den man aktivieren kann. Ja. Wie hieß diese hessische Udo Bach? War doch, ja, hat ja auch öffentlich mal eine E-Zigarette benutzt. In irgendeiner Talkshow oder so. Ja. Ist der Einzige, der mir jetzt noch einfällt, so als Celebrity. Ja, aber wie gesagt, das sind alles mehr oder weniger Eintagsfliegen, ne? Ja, ihr seht, wir sind ratlos. Wenn euch jemand einfällt, schreibt es uns im ERF in den Thread rein oder so.
damit wir dann nicht mehr so ratlos sind. Vielleicht fällt euch auch jemand ein, den ihr kennt. Es soll ja Leute die geben, die Promis kennen oder so. Vielleicht könnt ihr jemanden aktivieren oder so. Ja, oder vielleicht können wir auch dann mal drüber sprechen, warum, was die Gründe sind, warum sich da vielleicht so keiner traut. Das ist vielleicht in Deutschland schwieriger als in anderen Ländern. Ich glaube nämlich, dass man in Deutschland ganz schnell einen Stempel kriegt. Und dann hat man in der Öffentlichkeit verkackt. Gut, es steht aber der Meinungsbildung hier in Deutschland, finde ich, ganz gut, wenn wir da mal so ein anderes Sprachrohr hätten, als das, was wir im Moment haben. Ich habe da mal, warte, schnell noch mal was eingeblendet. Die Seite, die kam auch letzte Woche im Welpertrails dran, da kann man auch mal hingucken. Das ist ein Event, was im, jetzt lass mich lügen, im, wann findet das statt? In London im November, am 12. November. Ein Event, was hauptsächlich für Leute gedacht ist, die sich in dem Gesundheitswesen aufhalten, als Entscheidungsträger fungieren. Also weniger was für uns, aber als vielmehr für Politiker. Interessantes Ding. Da sollte mal der eine oder andere deutsche Politiker sich tummeln. Kann man mal lesen, klingt ganz interessant, sollte man, vielleicht könnte man sehr schön in dem Anschreiben mitverwenden. Wir müssen ein bisschen auf die Zeit achten. Wir machen gleich ein schnelles und abruptes Ende, so wie das immer der Fall ist. Ja klar, Ende ist unsere Stärke. Schnell und heftig. Sudden Darts, genau. Nächste Woche geht es natürlich ganz klar um die Entscheidung am 8.12. Es sind noch genau wie viele Tage? Rosus hat dann Countdown reingelegt. Es sind noch genau 6 Tage, 9 Stunden und 34 Minuten. Wir warten ab in Spannung und verabschieden uns alle in einem schnellen und intensiven Chor. Sagen schönen Dank, freuen uns auf nächste Woche und sagen jetzt Tschüss. 1, 2, 3. Tschüss. Tschüss.